Herzlich willkommen zu Dragmania 2 Stadium. Da starten wir auch gleich mal durch. Bitte warten. Ja. Okay, also hier gibt es verschiedene. Hier kann man auch online spielen. Da könnte ich theoretisch auch gleich mal ein Match machen. Sozusagen ein Match, ein Solo-Rennen oder was auch immer. Gegen einen Freund. Jetzt zeige ich erstmal selbst. Die Sachen hier, wo es gibt. Warum das auf Kaiserslautern steht, weiß ich nicht. Also hier gibt es verschiedene Solo, so Schwierigkeitsgrade. Entweder blau, weiß. Ja, es geht leichter mit der Maus. Oder grün oder blau oder so oder so. Schwarz gibt es halt noch nicht, da habe ich noch nicht freigespielt. Das habe ich jetzt auch noch nicht lange. Hier gibt es dann verschiedene Rennstrecken mit verschiedenen Medaillen, also immer bis zur Goldmedaille. Dann starte ich jetzt erstmal das erste Rennen. Ich spiele mit Game Controller. Kann man einfach anschließen für PC. Ist Trackzeug angeschlossen. Ja. Das ist ein Let's Random. Könnte man schon sagen, weil ein Let's Play werde ich nicht zu diesem Spiel machen. Das finde ich irgendwie sehr langsam. Also langsam im Sinne der Anklage. Also ich meine eher langweilig. Und deswegen rede ich jetzt einfach mal hier drüber. In diesem Level muss man eigentlich die ganze Zeit nur Gas geben. Mehr braucht man. Und halt auch dann ab hier lenken. Aber das sollte mich nicht davon abhalten, hier einen neuen Rekord aufzustellen. Und hier fliegt man dann nochmal. Und das könnte ein... Naja, gut. Das Fliegen hat mir ziemlich viel Zeit geraubt. Deswegen verbessere ich mich jetzt einfach nochmal. Mania Planet ist das. Komm jetzt auf. Fliege ich hier? Warum verlasse ich da eigentlich immer einen? Wow. Okay, das war nichts. Deswegen kann ich das Rennen direkt neu starten. Und fahre dann gleich weiter. Was ist denn das da unten? Ich glaube, das... Wow. Das war natürlich jetzt nichts. Ich kann natürlich auch ab dem Zeitpunkt anfangen. Aber das ist eigentlich... Ja. Unnötig. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal eine ganz andere Strecke hier. Diese. Ich weiß nicht mehr genau, was in der vorkommt. Hier kann man sich die natürlich auch anschauen. Ich glaube, das ist mit freiem Fahren ziemlich viel. Ich weiß es gar nicht mehr. Wow, wow, wow. Ja, also die Physik Engine ist manchmal ein wenig gewöhnungsbedürftig, nenne ich es jetzt einfach mal. Hier bin ich auch nie lang gefahren. Weil man hier auch eigentlich nicht lang fahren sollte. Sieht mal so aus. Das ist eigentlich nur ein Rundweg. Sondern ich bin gleich von Anfang an beim ersten Mal fahren den richtigen Weg gefahren. Das finde ich doch sehr schön. Und das... Das war knapp. Zeigt doch, dass ich eigentlich sehr schlau bin. Und hier dann verkacke. Oder bin ich das? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine neue Bestzeit. Das gefällt mir. Ein neuer persönlicher Rekord. Der Gegner? Was kann man hier machen? Ach. Goldmedaille, das will ich sehen. Hallo? So. Die Goldmedaille will ich sehen, wie die fährt. Die fährt bestimmt viel besser als ich hier fahren könnte. Wow, ja, sie fährt besser als ich hier fahren könnte. Na gut, ich bin ja schon besser dran gekommen, aber das war ja auch nichts gerade, denn es war schlecht. Direkt
Okay, so kommt man besser herum, wenn man nicht die ganze Zeit permanent Gas gibt. Also Permafrost ist nicht unbedingt erwünscht. Sondern eher Permagas, also Permagas jetzt nicht, aber ich hätte ein wenig mehr Gas geben können, das wäre schon. Jetzt habe ich wenigstens noch eine mehr. Das weiß ich nicht, ich glaube, das ist ja, Gesamtrang. Okay, dann beende ich das mal. Schau mir noch eine andere Map an, bevor ich mal zu der grünen Flagge gehe, was da auch immer anders ist. Ach ja, das ist eine geile Strecke, finde ich. Wow, natürlich verkacke ich da gleich am Anfang, deswegen muss ich gleich wieder neu starten. Trackmania ist eigentlich ja ein Rennspiel, was unschwer zu erkennen sein sollte. Och du meine Güte, da war ich aber schneller das letzte Mal. Und diesmal bin ich jetzt schneller, weil ich die Kurve enger genommen habe. Aber über das rutscht man immer so und das ist schlimm. Und kann auch dort nicht so gut Gas geben. Aber was soll's. Da ist schon das Ziel und ich bin schneller drin als das letzte Mal. Vielleicht habe ich jetzt sogar die Silbermünze, aber ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf die grüne Map. Da habe ich auch eigentlich noch gar nichts gefahren. Sieht sehr Offroad-mäßig aus, aber gut. Das Spiel gibt's, habe ich mir jetzt für 9,99 Euro auf Steam gekauft. Oh, glänzendes, schönes Auto. Ja, das geht auch. Ich finde den Preis sehr gut, sehr angemessen für dieses Spiel, weil es macht sehr viel Spaß. Man kann es natürlich auch mit nicht Gamepad, mit Tastatur spielen. Das ist gar kein Problem. Ich spiele es lieber mit Gamepad, weil ich habe ein Gamepad. Also warum sollte ich nicht mit Gamepad spielen? Ich bin nicht so der Offroad-Mensch. Merkt man ein Stück weit, oder? Weil da hat man gar keinen Grip unter den Rädern. Mal schauen, wie gut ich bin. Nicht sehr gut. 6 Sekunden später. Und trotzdem 2 Medaillen. Okay. Verbessern, nein. Jetzt schauen wir uns noch die nächste Map an. Was die uns da bringt, das sieht ja schon sehr strange aus. Da glänzen wir wieder. Wir sind gut poliert. Aber was soll's? Ich hab... Ja. Soll's... Hä? Was? Okay. Also da gibt's auch verschiedene... Klingeln. So könnte man... Also Klingeln, ich nenn's jetzt einfach mal Klingeln. Das sind eigentlich Hupen. Hupen, hat Hupen gesagt. Aber was soll das bedeuten? Warum ändert da die Kameraperspektive? Das ist ja ganz makaber. Uiuiui, ich kenne mich ja hier überhaupt nicht aus. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe jetzt irgendwie... Wow, da ist das Ziel und ich schaffe es. 5 Sekunden Verspätung und da hinten springe ich noch wie ein Flummi rum. Ja, gut. Verbessern keine Lust. Das sind komische Strecken. Aber sie machen irgendwie Spaß. Deswegen habe ich mir das ja auch gekauft. Und jetzt fahre ich noch die und dann geht's. Dann werde ich schauen, dass ich einen Freund. Ja, das finde ich eigentlich sehr schön. Man kann auch sehr viel Offroad fahren. Zum Beispiel jetzt kann ich einfach mal hier ins Wasser fahren. Kann ich da drin eigentlich auch weiterfahren? Man hört mal den Motor. Cool. Ich kann unter Wasser fahren. Rennen. Aus dem Wasser heraus wie ein weißer Hai und wieder abtauchen. Gut. Ich werde schauen, dass ich einen bekomme für einen
Rennen. Wow. Natürlich kann man auch rückwärts fahren, wie in jedem Rennspiel, denke ich doch. Und mal schauen, vielleicht hat er ja gerade Zeit, Lust und macht mit. Das ist ja so offen, das gefällt mir gar nicht. Da könnte man schon sagen, weil ich mag Offenheit zwar schon, aber da gibt es so viele. Gut. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Trackmania. Diesmal mit einem Freund später. Das ist eine Runde und dann... Tag. Hallo. Hallo. Ein random Freund. Ja. Ich finde ich erwähnenswert oder so. Du kannst dich auch selbst vorstellen, also. Random Pisser. Warum gerade... Nö, warum gerade die Strecke, die mag ich nicht. Die kann ich nicht. Ausreden über Ausreden. Aber trotzdem bin ich besser als du. Im Großen und Ganzen. Ja genau. Aber ich bin noch vor dir gewesen. Ich komme wieder vor dich. Kein Problem. Keine Sorge. Gamepad ist einfach besser als Tastatur. Also bei solchen Spielen, oder? Na gut, ist Ansichtssache. Nein. Ach du meine Güte, wo bist du? Ach, ich starte es einfach nochmal neu. Ist doch mir egal. So. Erzähl mal was über dieses Spiel. Du darüber dieses Spiel. Ja, toll. Du bist so still und leise. Ja, ich habe hier gerade das unglaubliche Problem, dass ich dich kaum noch höre und fast nur das Spiel höre. Dann stell das Spiel leiser. Ah. Nee, ich muss dich ja abziehen. Ach, ich bin sowieso vorne. Kann ich es mir jetzt mal leisten? Ich muss erstmal in diese Strecke reinkommen. I can hear you. Yes, hi. I'm hörbar. I have you overhauled. I don't speak English. Please. Wow. Overhauled. Now I'm not your overhauled. I hate you for that. I must. But in the Gesamtsicht, I am. Erster. I have to start them again because I. Ach du meine Güte. Wie you have geschafft this in. Du meine Güte. In 4 Sekunden. I'm 3 Sekunden hinter dir. But 4 Sekunden. Tschüss. Miau. My car traveling faster than yours. But your build is still awesome. Your car is... What? What far build? Your build over your car. Your build? Your steam build over your car. Also. You know? My steam build over my car. You know what I mean? Heino knows what you mean. Yes, yes. I don't know when I have it far traveling. Okay, hä? Where I'm flying? Eigentlich soll man hier doch 3 Runden fahren, dann ist es rum, oder? Ja, das ist ja Zeit drin, das ist praktisch, du bist dann, weil es wäre ja sinnlos, dich Was? Nach dem Zeitrennen wieder am Start zu setzen. Warum kann ich nicht hupen? Tja. Eine Sekunde. Das und 20. Ist automatisch auf dem Bett. Ich hab nichts gedacht. Komm, nächstes Rennen. Das ist langweilig.
Gibt dann eine 20-Minuten-Folge. Ist doch auch nicht schlimm. Warum solche doofen Rennbahnen? Später anzeigen. Rennenbahnen, ja. Hier rennt man. Ach du meine Güte. Was suchst du dir hier? Auf den Bahnen. Was suchst du hier raus? Ich habe einfach die letzten, was weiß ich wie viele, von der weißen die, Überrubrik. Genau die rein. Mag ich nicht, diesen Offroad. Genau. Man. Nee, Offroad bin ich ein Profi. Erfolg. Sieht man? Ach ja. Ups. Hoppala. Hoppala. Du bist überall ein Profi. Was machen wir eigentlich, wenn wer hier rein scheint? In. Wäre mal Abwechslung. Ja. Ja. Wäre auch mal Abwechslung. Warum? Hast du eine Ahnung, dass da einer reinscheint? Nö. Oder Angst, dass hier jemand reinscheint, der mit uns reden könnte? Angst habe ich schon genug vor ja, dir. Ja, also. Das finde ich auch sehr schön. Angst ist ungleich Respekt, ja. Angst ist ungleich, warum Angst ist. Angst ist doch Respekt. Tabel. Nee. Ich. Mir nicht. Bin ich jetzt vor dir mit der Zeit oder immer noch hinter dir? Was war deine letzte beste Zeit? Keine Ahnung. Könnte es sein, dass deine Antworten immer ein wenig versetzt später kommen? Ja, mein Gehirn, keine Ahnung. Meine beste Zeit ist. Du hast 37 gebraucht. Ja, und du? Wow. 30. Mit Tab kannst du dir die. Ah. Liste. Müsste ich ja auf die Tastatur sehen. Umsteigen. Ja, Tastatur, genau. Better. Nothing better. Na gut, I can lie this on Taste. Ja, nee, das mit dem Reden. On my stick, Tastatur, for the hands. I have a Tastatur for my hands. Ja, dass du sie nicht für deine Füße benutzt, ist mir auch klar. Beziehungsweise, das hoffe ich. Ja. Also die Musik ist im Verhältnis zu deiner Stimme sehr laut. Von dem Spiel. Ja, deswegen habe ich es da runtergemacht bei mir, damit ich dich. Wie macht man das? Erweiterte Option? Erklär ich dir irgendwann. Nein, gerade oben, wo das. Ja. Ah, da, ja. Wenn du. Ja. Ja, ich hab's. Hab ich doch gesagt. 37 Sekunden. Ja, du aber auch. Gleich. Was? Ich hab 30. Aber warum steht da bei mir immer besser als. Bei mir stehen immer blaue Zahlen statt rote. Wenn ich über die Zieldinger fahre. Ja, das heißt, dass du dich im Gegensatz zu dir selbst. Ach, also nicht zu dir. Nee, zu dir. So, jetzt habe ich 31. Och, 31, jetzt wird's. Jetzt hole ich hier auf. Guck mal, ich bin vor dir. Guck mal, du bist vor mir. Bei mir bist du hinter mir. Bei mir bist du. bin ich vor dir. Oh, das war so geplant. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber. Komm, gib Gas! Das habe ich gut hinbekommen. Oh. Hui. Na, komm! Ha, nein! Danke. Ich dachte. Was denn für eine Zeit? 31 irgendwas.
Als ich durch das letzte Ding gefahren bin, hatte ich auch mal. Als ich das durch das letzte Ding gefahren bin, habe ich gedacht, juhu. Ach, die Zeit ist was? Ja um. Komm, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Ja, das nix, um. Nix, nix. Ah, ja. Fehlt noch ein bisschen. Na gut, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Let's Random. Willst du dich auch noch verabschieden? Tschüss. Tschüss. Einmal hätte gereicht, gut. Tschüss.